Hallöchen Leute, wir nähern uns dem Ende des Projektes Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Um die 100% noch zu kriegen, müssen wir Quidditch spielen, um den Pokal zu gewinnen. Dann machen wir das doch direkt. Das erste Spiel wird wohl gegen Hufflepuff sein. Lala. Ja, kennen wir alles. Ja, ja, kennen wir alles. Hier kommt Potter! Yeah! Hau rein, Potter! Such? Such? Wo ist das Osterei? Ein goldenes Flimmern! Ist das der Schnatz? Könnte sein. Potter hat den Schnatz entdeckt! Yeah! Los, Harry! Salto! Kein Salto? Das ist aber eine Enttäuschung. Kein Salto. Oh, Klatscher. Und da kommt der nächste Klatscher. Oh. Also ich finde, im Vergleich zum ersten Spiel fliegt Harry langsamer. Oh Gott, da ist wieder dieser orangehaarige, was weiß ich, Statist. Nennen wir ihn einfach mal Statist Nummer 35. Solche Flugrechte habe ich noch nie gesehen. Ach, verpiss dich. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Los. Auch jetzt schon. Ja, komm. Noch die paar Ringe und dann gewinnen wir. Los. Ich muss runter. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Au. Das hat wehgetan. Ich gerade wie ein Betrunkener. Was geht hier los? So. Potter jagt ihm nach. Nein. Komm schon. Yes. Potter holt den Sieg für Gryffindor. Da da da. Sieg. Gut gemacht, Harry. Die Stimme ist wieder da. Yeah. Du bist der größte Harry. Dieser Jubel. Jo, speicher mal. Danke. So. Das nächste Spiel ist... Was denkt ihr? Natürlich, es ist Ravenclaw. Gibt es eigentlich hier auch eine Rückrunde? Dann bin ich aber... sauer. Das ist nämlich echt nervig. Ja, ja. Kennen wir. Los geht's. Hier kommt Potter. Yeah. Woohoo. So, Harry, dann such mal. Such, such, such. Ein goldenes Flimmern. Ist das der Schnatz? Nein, deine Mutter. Und los geht's. Ja, Salto! Und los geht's. Die Zuschauer sind aufgesprungen. Potter vor! Kommt näher. Ach ja, ist das nicht schön. Wow, der Klatscher wollte mir aber gerade an die Eier. Knapp vorbei für Potter. Solche Flugkünste habe ich noch nie gesehen. Und Regenbogen. Schöner Regenbogen. Und wer kommt da? Da ist der Sucher des Ravenclaw-Teams. Obwohl Ravenclaw eine Sucherin hat, nämlich diese Cho Chang-Fuzzi.
Aber gut, die Entwickler müssen sich ja anscheinend nicht an Büchern oder so halten. Nee. La la la. Ja, wie nennen wir ihn? Nebenrolle Nummer 20 oder so. Au, ich habe einen Klatscher abbekommen. Wow. Ah, mein Gott, ey. Die ist irgendwie richtig scheiße zum Lenken. Wow. Wow. Oh, jetzt muss ich rechts, 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 rechts. Da muss ich hin. So, und noch ein Ring. Und los geht's. Und gefangen. Da, 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 da. Gut gemacht, Harry. Yeah. Und Benny, wir lieben Benny. Yeah. Jubelt mir zu. Ach ja. Auch das haben wir geschafft. Ach, es gibt eine Rückrunde, so ein Bullshit. Na gut. Gegen Slytherin. Und es regnet. Super. Wer mag hier überhaupt Regen? Also Regen ist echt nervig. Gut für die Erde, aber scheiße trotzdem. Jetzt müsste doch eigentlich Malfoy kommen, oder? Wenn Malfoy jetzt nicht bei der Verfolgung mitnimmt, dann stimmt hier aber ordentlich was nicht. Ein goldenes Flimmern. Ist das der Schnatz? Und los! Potter hat den Schnatz entdeckt! Wow, und los. Schon wieder kein. Ne, kein Blabla. Salto. Wir sind fast mit dem Kopf gegen den Schnatz zusammengestoßen. Wow. Der Klatscher wollte was. Wow. Knapp vorbei für Potter. Du, du, du. Schaut euch Potter an. Jeder nennt den Potter. Das war echt nervig. Da ist der Super der Slytherin. Jo, da ist Malfoy. Dieses Arschgesicht. Komm, verpiss dich. Ich will nichts von dir. Blondie. Oh, es verschwinde mal voll. Deine Familie ist schwul. Und tschüss. Wow. Da kommt ein Klatscher. Oh, das war knapp. Hä, wo ist der? Bei seinem rasanten Klatscher auf. Der Schnass will mich verarschen. Wow. Und noch einen oder zwei Ringe. So, hier ist noch ein. Und los geht's. Und gefangen. Sieg. Gut gemacht, Harry. Yeah. Da. Yeah! Speichern. Danke.
Und die Rückrunde gegen Hufflepuff. Klappe zu. Bomba Billy-Buja. Hier kommt Potter! Yeah! Also, nennt ihr eure Schulkameraden auch immer beim Nachnamen oder was? Können die mal Harry sagen statt Potter? Das ist doch kacke. Ein goldenes Flimmern. Ist das der Schnatz? Potter hat den Schnatz entdeckt! Yeah! Rückwärtssalto! Au! Schon direkt am Anfang des Spiels ein Klatscher. Wow! Dum di di dum. Das ist Wahnsinn! Da kommt ein Klatscher! Und da ist so nah dran! So, jetzt kommt der von Hufflepuff. Statist Nummer 35. Hör auf zu schubsen hier. Scheiß Statist. Alter, was war das für ein Ausruf eben? Was hätte Lee John einen Orgasmus? Wow, ich muss. Wo muss ich hin? Wow. Und Führung übernehmen. Wow. Boing. Komm schon. Gib Gummi. Und noch ein oder zwei. Noch ein. Und los geht's. Potter jagt ihn nach. Bäb. Bäb. Was machst du da unten? Potter hat den Schnatz. Dreht er sich da im Kreise? Gut gemacht, Benny! Oh je. So, dann haben wir das auch geschafft. So, dann beende ich den Part hier. Und der nächste wird dann hoffentlich der letzte Part sein, wo wir noch die Rückspiele Ravenclaw und Slytherin absolvieren. Bis dann. Willkommen zurück zur Rückrunde der diesjährigen Quidditch-Saison. Okay, so. Und wir spielen jetzt gegen Ravenclaw. Die Nebenrollen-Fuzzis. Und es regnet wieder. Warum muss es regnen? Hier kommt Potter! Ach du Scheiße, Gewitter ist da auch noch. Dann sollten wir aber eigentlich nicht hier so rumfliegen. Okay, Quidditch ist immer, also egal welches Wetter oder was auch immer ist. Es könnte der Weltuntergang sein und wir müssten Quidditch spielen. Los! Wow! Wahnsinnsleistung! Ah, los, los, los! Gib Gummi! Wow!
Was war das? Leute, ehrlich, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe nicht auf Start gedrückt. Vielleicht will mir der Controller irgendwas sagen. Keine Ahnung. Alter, hör auf mich zu schubsen. Ich fliege so schon wie ein Betrunkener. Go, 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 go. Wow. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum muss ich das spielen? Wow. Ich glaube, die Klatscher wollen nicht, dass ich singe. Bin ich denn etwa so schlecht? Ja, nee, ist klar. Solche Blutmünster habe ich noch nie gesehen. Au! Er kann einfach nicht mehr. Ich wurde nur einmal getroffen, er sagt schon, ich kann nicht mehr. Oh, das war knapp. Und noch ein Ring. Ins Leere gegriffen. Komm her. Jetzt dreht er wieder seine... Hey, den hätte ich aber kriegen können. Und da haben wir ihn. Die Höchstpunktzahl für Gryffindor. Da, 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 da. Gut gemacht, Harry. Yeah. Jubel, Freude, Heiterkeit. Yeah. Gewonnen, wie auch in den Spielen davor. Mann, das Spiel wird niemals langweilig. So, und das Endspiel kommt jetzt. Gryffindor gegen Slytherin. Wow, wer gewinnt den Quidditch-Pokal? Willkommen zum Quidditch. Achte auf die Klasse. In diesem Spiel also nochmal. Und los geht's. Hier kommt Potter. Hier kommt Potter. Yeah. Tada, 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 tada. Okay, los geht's. So, Harry, du musst nur noch einmal fliegen, dann hast du es geschafft. Ist das der Schnatz? Potter hat den Schnatz entdeckt. Noch einmal mehr voll ins Gesicht treten und dann haben wir es geschafft. Ja! Los geht's. Potter holt zum Schlag aus. Harry Potter nähert sich dem Schnatz. Go, go, go. Go, go, power. Au! Au! Double kill. So, jetzt kommt Malfoy. So, Leute, ihr könnt jetzt noch ausnutzen, um Malfoy zu beleidigen. Los, verpiss dich, Blondie. Dein Vater blondiert sich die Haare und deine Mutter ist eine Hure. Wow, ich habe die Kontrolle verloren. So, da sind wir aber wieder. Au. So, Endspurt. Oh, die Klatscher, ey. Ich habe das Gefühl, hier sind mehr als zwei Klatscher. Au! Oh, das wird noch Namen hinterlassen. Wir setzen Blut ein, um den Quidditch-Pokal zu gewinnen.
Wir klatschen hier gegen alles. Okay. Wir haben es gleich. Okay, Verfolgung! Die letzte Schlacht! Nein! Komm schon! Wir haben ihn! Wir haben es geschafft! Sieg! Super, duper, mega gut gemacht, Harry! Wir haben es geschafft, Leute! Siegesgeheul! Wir haben es geschafft! Jetzt müsste er kommen! Kommt er jetzt? Da ist er! Der Quidditch-Pokal! Wow! Fete! Siegesfete mit Champagner und allem möglichen Scheiß! We are the champions! So, jetzt müsste eigentlich 100% stehen. Wenn da jetzt nicht 100% steht, dann haben wir ein ganz großes Problem. Okay, Spannung. Spannung. Sie ist umgreifend nah. Und? WTF? Da stand doch vorher 96%. Quidditch-Pokal hat gar nichts getan. Warum 96? What the fuck? Hä? Nee, Leute, das kapiere ich jetzt irgendwie nicht. What the fuck happened? Nee, ernsthaft, was ist hier los? Warum keine 100%? Was? Und warum hat der Quidditch-Pokal überhaupt nichts getan? What the fuck? Ich hab doch alles. Nee, Leute, das muss ich jetzt kurz genau untersuchen. So, ich hab jetzt alles durchforstet und so, das Internet befragt und alles. Und ja, ich habe keine Ahnung, warum wir keine 100% haben. Weil wir haben alle Bildkarten, wir haben Zeugnis hier auch komplett. Alles komplett eigentlich. Es gab jetzt, ich habe gelesen, ein paar Sachen, die wir nicht entdeckt haben. Da gibt es zum Beispiel bei Hagrid's Hütte in der Nähe ein Fußballspiel und man konnte, glaube ich, noch mehr verbessertes Flipendo holen in der Eingangshalle. Aber ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das förderlich ist für 100%. Ich weiß auch nicht, also viele haben sich beschwert darüber, dass sie bei 96, einige sind 97% hängen bleiben und ja, keine Ahnung. Ich komme jetzt hier nicht aus dem Gemeinschaftsraum raus. Dann müssen wir es irgendwie bei 96% behalten. Wir können natürlich so tun, als wären es 100%, aber das ist jetzt ein bisschen doof, so zu beenden, aber okay. So ist es jetzt halt. Komisches Spiel. Aber gut, das war es. Das war Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der PlayStation. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt. Und ich hoffe, ihr werdet auch meine nächsten Projekte mitverfolgen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann. Euer Benny Bunny 5.